Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück hier zu MMORPG Tycoon 2 mit mir, dem Scherbenklang und dem allerbesten Spiel der Welt natürlich, Scherbenworld Online 1. Und ich hoffe, dass wir heute ein bisschen weniger Störgeräusche im Hintergrund haben. Ich hatte das letzte Mal alles so an einen Tag aufgenommen, die letzten Folgen, und da war irgendwie ständig irgendwie so ein Knacken drin und Knallen und da sind mir hier noch Pappkartons umgekippt im Hintergrund. Ich habe es noch versucht rauszuschneiden, es ging leider nicht. Und die Nachbarn waren irgendwie auch noch laut im Hausflur. Ich hoffe, das ist heute besser, dass es wieder ruhiger ist ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir gehen gleich wieder rein ins Spiel hier. Ich mag diesen Anfang. So, und da sind wir wieder hier im allerbesten MMORPG. Der Welt. Ja, und ich finde es immer witzig, dieser Ladescreen, dieses Intro, sag ich mal, davon. Das erinnert mich immer tatsächlich sehr stark an Slay. Kennt ihr das noch? Steel Lance International Arena hieß das Ding, glaube ich. Damals auf der PlayStation 2. Das war eigentlich so ein, ich sag mal, Kampfroboter-Spiel in so einer kleinen Arena. Mit so drei, vier, fünf verschiedenen Arten von Kampfrobotern, wo man sich dann gegenseitig beschossen hat. Das erinnert mich sehr vom Stil daran irgendwie. Da gab es nämlich auch so eine Art Internet, was da so ein bisschen im Hintergrund simuliert wurde, so als Menü. Fand ich sehr interessant. So, dann muss ich mal kurz schauen. Wo sind wir denn jetzt hier stehen geblieben? Wir sind hier zuletzt in Championstadt stehen geblieben. Die würde ich jetzt auch mal so entsprechend umbenennen. Und ich hoffe, man kann meine Tastatur nicht hören, denn ich habe hier gerade aktuell eine Ersatztastatur. Ihr könnt das Ganze ja sonst auf Instagram auf der Seite verfolgen. Mir ist da was passiert. Deswegen habe ich hier gerade eine Ersatztastatur und die klickert ein bisschen lauter. Ich hoffe, man hört sie nicht im Hintergrund. Genau, und hier haben wir die Championstadt. Hier ist ja so eine kleine sichere Zone. Und hier ist Kampffeld. Vielleicht ist hier auch nochmal ein Sicherheitsstreifen, das weiß ich noch nicht. Ich habe auf jeden Fall vor, dann hier so eine große Arena zu bauen mit ganz vielen Champions und Kriegern, die hier überall sind. Deswegen heißt das Ganze hier so. Dann müssten wir mal schauen, was brauchen wir denn jetzt hier. Erstmal nochmal würde ich hier die Spielgeschwindigkeit auf Maximum stellen. Ganz einfach, damit wir hier dann wieder ordentlich Geld erhalten. Hier, das geht ja auch ganz schön hoch. Und hier Abonnenten, sinkt oder steigt das gerade? Ja, das steigt eigentlich, ne? Ich könnte nämlich gerade schwören, dass wir hier noch 14.700 hatten. Aber vielleicht habe ich mich auch gerade verguckt, ne? Ansonsten Fehlerberichte werden einigermaßen hier bearbeitet. Hilfetickets auch. Die sind eigentlich sofort weg. Ich glaube, nur bei Fehlerberichten könnten wir bald mal einen neuen Entwickler wieder einstellen. Aber das schauen wir dann mal. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal kurz hier auf die Berichte. Was es denn hier so für Gedanken gibt. Oh, 72.000 hier. Die Umgebung gefällt mir richtig gut. Also hier überall, wo es so weiß ist, ist das sehr, sehr gut. Wo es noch so rötlich wird oder schwarz ist, dann ist das so halbwegs. Also hier, da haben wir scheinbar gute Arbeit geleistet. Das gefällt den Leuten ganz gut. Sie mögen diese Stadt. Ups, da sind wir jetzt aus den reingezoomt. Hier ist auch einiges. Ich konnte kein Gasthaus mit freiem Platz als mein Zuhause finden. Oh oh, was ist denn hier los? Ist das hier gerade der Fall? Oh ja, tatsächlich. 2000 Bewohner, das ist voll hier. Die haben ja aber auch viele, ne? Also das ist der Wahnsinn, wie viele Leute hier lang rennen. Das ist irgendwie unglücklich. Gut, dann bauen wir nochmal ein weiteres Gasthaus hier hin. Überleg gerade. Vielleicht hier noch so eine kriegerische Taverne. Wie so am Wegesrand, mal gucken. Ach, die Musik ist irgendwie schön, ne? Wie viel Platz hat die denn? Steht gar nichts bei hier. Die ist auch noch nicht aktiviert. Das braucht, dauert nämlich immer eine Weile. Bis dann auch hier ins Spiel das Ganze eingepflegt wird. Ja,
Ja, und die Fehlerberichte, die werden langsam mehr hier. Fast bis zu 20. Da sollten wir langsam auch echt einen neuen Entwickler einstellen. Aber erstmal lasse ich hier die Zeit ein bisschen laufen. Da kommt der Entwickler. Da war gerade der Mauszeiger. Der flog hier gerade rein. Und der dürfte das Ganze dann hier gleich aktivieren. Dauert aber lange heute. Ah, jetzt. Versorgt 13 von 1000 Einwohnern. Ja, wir haben halt hier sehr, sehr viele Spieler auf einmal, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Hier haben wir nur knapp 1000, das geht noch. Wie sieht's hier aus? 800. Weil das sollten wir schnell kontrollieren, weil ansonsten rennen uns hier echt ganz schnell die Spieler weg. Das wollen wir, glaube ich, nicht. So, Ragnar ist relativ leer, das ist gut. Insofern, dass da halt nichts überfüllt ist, aber es sind auch recht wenig Leute, nur 400. Guck mal hier, altes Seuchengebiet, 36 Leute sind hier immerhin. Gerade aktuell zu Hause. 13, 4, 0. Einer ist hier hinten in Hocheis. Aber gerade nicht online, aber das ist ja auch mal witzig. Hier ist keiner in Eisstein und hier dürfte noch keiner sein, das ist ja auch noch zu hier. Hier ist noch kein Zugang. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir mal so lange an Championstadt weiter. Da hätte ich ja gern irgendwie was Cooles da in der Mitte noch, ne? Also irgendwie so ein Turm. Vielleicht so ein Uhrturm. Oh, den hier in die Mitte. Das fände ich cool. Weißt du was? Wir reißen mal hier ein Stück Straße weg. Straße muss weg. Die Straße muss weg. Na, geht das? Na, es geht nicht. Obwohl. Schade. Komm. Komm. Na, will nicht. Schade. Da muss die Straße halt weichen erstmal. Bauen wir gleich nochmal neu. Ist ja kein Problem hier. Überhaupt würde ich vielleicht die Straße nochmal breiter bauen. Ich habe den Eindruck, dass die teilweise ein bisschen zu schmal geraten sind, deswegen. So, Wege. Und dann geht das Ganze hier hinten hin. So. Lassen wir da noch mal ein bisschen Platz. Da auch. Na, ich würde das Ganze vielleicht eher hier hinten bauen, na? Passt du doch nicht immer da ein. Das wollte ich doch gerade gar nicht hier. Ja, wobei, so geht's auch, ne? Passt das halbwegs? Ja, es passt halbwegs. Das ist nämlich hier so das Stadtzentrum. Hätte ich nachher gerne auch noch ein paar Gebäude und sowas. Jetzt sogar noch so einen eleganten Brunnen. Das hätte doch auch was hier, ne? Komm, da kommen mal zwei Stück hin. So, Gebäude. Modular. Also wir haben hier diese Gebäude und die, ich glaube, ich würde primär die bauen. So, wo bauen wir die am besten hin? Ja, das wird teuer. Ihr seht's ja schon. Jedes Gebäude hier kostet rund 1000. Es ist nicht gerade günstig hier. Dann bauen wir hier noch eine Straße lang.
wir vielleicht auch noch. Dann ist hier der Marktplatz so ein bisschen zu Ende, sag ich mal. Dann geht er hier bis da oben hin. Das gefällt mir, glaube ich, schon mal ganz gut. Was haben wir hier noch so für Gebäude? Wiedereinstiegspunkt. Stimmt, das bräuchten wir auch noch. Machen wir hier mal so einen Furchtlosen hin. Der passt allerdings nicht hier hin. Das ist ein bisschen schade. Da auch nicht so ganz, ne? Wobei, hier hinter dem Stein oder so. Oder hier hinten so drin. Da finde ich, passt das sehr gut rein. Direkt in der Nähe der Taverne, damit alle Leute auch gleich wissen, worum geht's hier. So. Dann würde ich hier gerne noch eine Straße hinbauen. Kann ich da irgendwie hin? Geht das? Nee, ne? Wobei vielleicht so. Ah, gerade eben. Gerade eben ging das noch so. Hier, da würde ich jetzt vielleicht... Wohl, vielleicht doch so... Vielleicht sollten wir doch eine Straße hier schon mal hinbauen. Jetzt rastet die da nur immer ein. Das ist irgendwie blöd. Ich weiß nicht, warum die das hier machen. Aber irgendwie will ich jetzt hier gerne die Straße hinsetzen, wo der Mauszeiger ist, und der setzt mich dahin. Das ist eigentlich nicht so cool. Weil ich eigentlich ganz woanders hin möchte, aber... Na? Jetzt geht hier gar nichts mehr. Na, irgendwie... Ich versuche mal was anderes. Na? Bewege ich hier nochmal ein bisschen die Taverne. Nicht viel, aber das dürfte vielleicht sogar schon reichen. Nee, auch nicht. Okay, dann müssen wir vielleicht das Riesending nochmal ein bisschen bewegen. So, perfekt. Und jetzt bauen wir das ganze Ding noch möglichst wieder nah hier ran. Wo es ja auch eigentlich hin soll, ne? Ja, so zum Friedhof, das passt ganz gut. Dann würde ich vielleicht hier nochmal so eine kleine Gasse hinbauen. Das sieht doch gut aus hier. Na, lass mich los. Lass mich los. Ja, so jetzt. Andererseits, da hinten können wir eigentlich auch noch irgendwie was hinbauen, ne? So leer hier hinten. Na, schauen wir mal, was da hinkommt. Und dann erstmal hier die Gebäude. Modular. Können wir hier entsprechend so ein bisschen anpassen. Von daher. Ja, wobei, das gefällt mir, glaube ich, so ganz gut hier. Das sieht eigentlich ganz schnuckelig aus. Das hier geht gar nicht. Das finde ich schrecklich. Ah, da sind Türen drin. Sollten wir auch ein bisschen drauf achten. Ob es dann hier überall so gegeben ist, dass man da auch rein kann. Das wäre sonst unnötig, wenn da ein Gebäude ist, wo man nicht reinlaufen kann. Das würde ich, glaube ich, gerne mal so bauen. Ja, doch ein bisschen anders hier. Ja, vielleicht eher so. Das gefällt mir schon eher. Ja, doch. Ich glaube, das wird was. Das Ganze mache ich hier ein bisschen größer. Das da kommt weg. Das hier ist wieder so ein schnuckliges Gebäude. Mag ich eigentlich auch ganz gerne, aber ich mache es mal ein bisschen größer. Die Tür kommt da wieder rein. Irgendwie passt das hier gerade nicht. Eine Sekunde.
Na, so ungefähr, ne? Und dann hier nochmal. Eigentlich eine Tür, aber so, das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Lassen wir mal so. War jetzt eigentlich ein Unfall, aber ich finde es eigentlich ganz hübsch. Lassen wir das Ganze mal so. So. Sehr schön. Ist noch die Frage, wie wir das Ganze hier hinsetzen. Das lasse ich mal so, das gefällt mir schon. Das hier eigentlich auch soweit. Ne, das kann noch ein bisschen größer hier. Na, so ist irgendwie hässlich. Das müssen wir anders bauen. Ja, so. Machen wir das mal so. Das ist mal ein bisschen anders. Ein bisschen anders geformt hier. So, Straße ist hier vorne. Das heißt, da sollte auch der Eingang sitzen. Da ist die Tür schon hier. Da ist die Tür schon dort. Ich glaube, das wird hier ein hübsches Dörfchen. Dann machen wir das hier nochmal ein bisschen höher. Warum nicht? Gibt ja auch ein paar größere Gebäude immer durchaus in solchen Städten. Da brauchen wir es auch noch höher. Ja, das sieht irgendwie immer noch aus wie ein Unfall hier. Also mit diesen Gebäuden bin ich immer ein bisschen unzufrieden. Weil die Dächer halt nicht richtig abschließen, ne? Irgendwie könnte man das noch schöner machen hier. Machen wir es erstmal so. Geht dann auch. Und das hier unten, das würde ich auch gerne nochmal anders machen. Das gefällt mir so nicht. Machen wir es mal so. Perfekt. So. Dann ist das hier so der Innenstadtkern. Und dann haben wir hier nochmal diese Gebäude mit drin. Machen wir es nochmal ein bisschen länger hier. Soll ja ruhig ein bisschen städtischer aussehen, aber dafür muss es auch ein bisschen belebter hier sein. So. Wie viel Geld haben wir noch? 10.000. Viel haben wir gar nicht mehr, ne? Und mehr Musik. Das könnte auch durchaus mal ins Spiel rein hier. Mich hatten auch schon einige Zuschauer gefragt, ob ich mich mal ein bisschen Musikuntermalung da reinmachen könnte. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist ja eigentlich eine Art angezockt. Und wenn ich da jetzt andere Musik von mir irgendwie reinspielen lasse, wird das aus meiner Sicht ein bisschen den Eindruck des Spiels ja im Grunde verstellen. Auch wenn man es vielleicht erwähnt, aber einige Leute würden dann vielleicht denken, oh, die Musik ist aber schön da drin. Und da gibt es die Musik vielleicht gar nicht. Und das ist ja eigentlich nur hier ein angezockt, deswegen würde ich das eher ungerne tun aktuell. Und dann bin ich mir halt immer unsicher, wie das rein mit den Rechten ist. Ich meine, klar, mein Kanal ist jetzt halt nicht hier im YouTube-Partnerprogramm. Aber ich weiß halt nicht, wie das ist hier mit fremder Musik, wenn ich die hier einspiele. Ob das nicht auch Probleme geben kann. Deswegen lasse ich da doch eher ganz gerne die Finger erstmal von. Bevor ich da irgendwas tue und nachher noch Ärger kriege. Deswegen. Aber ja, ich gebe euch recht, ein bisschen mehr Musik wird echt schön sein hier im Spiel. Also die Musikstücke sind ja auch alle schon ganz okay. Aber die kommen halt leider so selten vor, ne? Hier und da würde ich, glaube ich, auch nochmal die Straßen so reinbauen. Na, hier könnte es ruhig ein bisschen organischer auch aussehen. Bisschen mehr Abwechslung vielleicht hier und da einbauen.
Sodass diese ganzen Passagen hier vielleicht nochmal so ein bisschen verbunden sind oder so. Na, irgendwie will er da nicht mit der Straße. Jetzt. Na? Jetzt. Ab und zu will er ein bisschen nicht. Ja, wir haben es jetzt wieder. Ah, ich habe auch gerade nicht genug Geld, deswegen beschwert er sich auch. Dann ist das ja kein Wunder. Aber wir haben gerade echt richtig wenig Geld, ne? Nur 260, das ist ja gar nichts. Mache ich das mal so hier. Ruhig ein bisschen krumm und schief. Das soll ja auch irgendwie leicht organisch wirken hier. Als ob es natürlich gewachsen wäre. So, Upgrade. Was nehmen wir denn als nächstes hier? Version 6.4 sind wir mittlerweile angekommen. Ich würde sagen, nochmal ein bisschen mehr auf Hype. Dass wir hier noch mehr Leute erhalten. Noch mehr Spielerinnen und Spieler. Dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal ein bisschen an Championstadt weiter und bauen hier nochmal die Gebäude ein bisschen um. Sodass die ja halbwegs auch Sinn ergeben. Ein paar davon, wie das hier, geht ja zum Beispiel gar nicht. Da frage ich mich jedes Mal, was das sein soll. Die Gebäude würde ich ruhig ein bisschen kleiner bauen. Das sind ja eher so normale kleine Stadthäuschen, jetzt keine Luxusbauten, so wie die anderen hier. Von daher glaube ich so ein bisschen sinnvoller. Da kann man auch ab und zu mal ein größeres drin stehen, aber nicht zu groß natürlich. Die automatische Speicherung, die wollte ich eigentlich auch nochmal ausstellen. Irgendwie stört die mich ab und zu ein bisschen. Aber es ist eigentlich schön, dass sie das mittlerweile eingebaut haben. Ich hatte es am Anfang vom Spiel ein paar Mal, dass ich das vergessen habe zu speichern. Also wo ich das so für mich gespielt habe. Und das war natürlich dann doch ein bisschen, na, sag mal, prekär. Wenn man vergisst zu speichern, ist das selten gut. Das Gebäude da, das mag ich ja gar nicht hier. So. Man könnte theoretisch noch viel mehr hier reinbauen, ne? Na, ob wir das hier hinkriegen? Also schrägwärts, dann passt das, ne? So, ich glaube, das sieht schon mal ganz okay aus. Was ich ja gern noch hätte, wären so andere Untergründe, ne? Dass man hier so einen Malpinsel hätte. Wie bei Paint, sag ich jetzt mal. So mit Schotterweg oder so ein Weg aus großen Kacheln oder Marmorblöcken oder irgendwie sowas. Das fände ich noch richtig cool, wenn man sowas noch hätte, damit man solchen Städten hier zum Beispiel noch mehr Struktur geben kann oder so Ascheland und solche Sachen. Das hätte ich echt gerne noch, neben den Ebenen, die es hier gibt und diesen Auswahlmöglichkeiten hier unter Gelände. Da hätte ich gerne noch so einen Geländepinsel. Das fände ich ganz cool. Das wäre eine schöne Neuerung dann noch. Aber leider gibt es das noch nicht. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal da rein. Das fände ich cool. Dann würde ich sagen, ist hier noch die Kaserne. Das machen wir jetzt einfach mal als Kaserne. Das ist ja so ein massives Gebäude. Das eignet sich aus meiner Sicht perfekt dafür. Damit das dann hier eine Kaserne ist. Dann würde ich sagen, das sieht auch so ein bisschen festungsartig aus hier. Ah, jetzt habe ich auch so den einen zu viel gebaut. Na, wieder abreißen.
Ah, man konnte das ja auch mit Rechtsklick, ne? Genau. Perfekto. Sind zwei Eingänge drin, ne? Kann man da und da raus. Ich denke, das passt. Und hier sehe ich gerade noch was. Das gefällt mir gar nicht hier bei dem Haus. Das bauen wir auch nochmal um. Na, nicht so, sondern bitte so. Schon besser. Sieht doch schon halbwegs nach was aus hier. Weiß nicht, macht es noch Sinn, da jetzt noch eine Mauer drumherum zu ziehen? Wo haben wir denn hier die Region? Level 9, ja, passt. Würde ich sagen, machen wir hier noch so ein bisschen so diesen Händlerbereich und sowas hin. Und was ich nochmal cool finden würde, ist, wenn man hier vielleicht so eine Farbvarianz noch hätte. Ja, dass man so einen Farbpinsel hat. Auf den kann man so klicken. Da ist dann so, keine Ahnung. Vielleicht kann man sich das sogar selber so ein bisschen zusammenstellen und diese ganzen Dinge hier haben so kleinere Flächen dafür, sag ich mal. Das hat ja jetzt hier zum Beispiel so ein hellbraunes und dunkelbraunes Dach. Dann kann man sagen, hey, ich hätte gern was Rotes und was Blaues, dann hätte es nachher ein rot-blaues Dach oder so. Sowas würde ich auch noch extrem cool finden, wenn die hier sowas noch mit einbauen würden. Also das Spiel hat ja echt wahnsinnig viel Potenzial, muss ich sagen. Schreiben ja auch viele von euch, ne? Viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben das auch schon geschrieben. So, oh, das Spiel ist so cool. Hat so viel Potenzial. Hab schon 1000 Spielstunden, so nach dem Motto. Aber freut mich natürlich dann auch, wenn es hier gut ankommt. Dass ich hier nicht der Einzige bin, der das hier für ein cooles Spiel hält, ne? Wobei ich sagen muss, ich bin mit dem positiven Zuspruch hier doch ein bisschen überrascht gewesen. Also ich dachte eher, dass die Leute das weniger kennen. Aber ich habe mich da scheinbar doch ein bisschen geirrt. Bauen wir da auch solche Marktstände rein, ist die Frage. Macht das Sinn? Ich meine, rein dekomäßig ja. Von dem Sinn her, ja, schwierig, ne? Ja, komm, wir setzen da so ein paar Marktstände mal rein. Nicht zu viele, würde ich behaupten, weil teuer. Aber so ein bisschen als Deko hier und da fände ich das gar nicht mal so schlecht. Ja, und dafür hätte ich jetzt halt echt gerne diesen Pinsel, ne, für den Boden. Dass ich dann hier so einen Steinboden hinbauen kann oder sowas. Aber leider gibt es sowas gerade hier nicht, ne? Wäre aber auch cool. So, hier sind natürlich ganz viele verschiedene Händler. Das wäre cool, wenn wir das hier noch so eingeben könnten, dass es hier besonders guten Loot gibt, weil die Region so gefährlich ist. Das hätte ich ja. Das würde ich irgendwie feiern, wenn das gehen würde. So Lootstufen. Nach dem Motto, das hier ist ein sehr wertvoller Händler, das ist vielleicht nicht so ein wertvoller Händler. Da gibt's dies, da gibt's das. Das würde ich auch schon cool finden. So, sowas kommt hier natürlich auch nochmal hin. Sieht eher aus wie die Hauptstadt hier, ne? Da könnte gut die Hauptstadt sein. Die muss ich ja auch noch umbauen irgendwie. So, eine Taverne darf hier natürlich nicht fehlen, ne? Also wenn wir jetzt hier schon so viel reinbauen, muss es hier auch eine Taverne geben. Vielleicht sogar zwei. Vielleicht hier oben noch eine. Eine Schmiede hätte ich hier gerne noch. Vielleicht hier vorne. Ein bisschen außerhalb der Stadt. Ein Trankladen. Er wird sich hier auch ganz gut machen. Jetzt sogar noch ein eleganter Trankladen dazwischen. Der sollte allerdings eher mal so im Reichenviertel stehen, ne? Da vorne vielleicht. Ich würde sagen, das passt dann auch schon.
So, dann brauchen wir hier noch ein paar Wachen. Nehmen wir denn da? Paladine? Ritter? Weiß es nicht genau. Ehrenritter, die könnten wir hierhin vielleicht bauen. Drei Stück stehen da vorne. Jeweils. Oh, ich glaube, hier reicht die Internetleitung nicht, so wie ich das hier sehe. Da rennt auch noch ein Zauberer rum als Wache. Und hier vorne könnten wir noch was anderes vielleicht hinbauen. Vielleicht noch so ein Waldläufer. Der passt hier auch auf. Da sind hier vielleicht noch zwei so Paladine. Bewachen diese Eingänge und Ausgänge hier der Städte. Was ist denn hier mit dem Netzwerk? Ist hier irgendwie zu wenig Energie? Der Uplink läuft aber eigentlich ganz gut. Läuft ja schon heiß. Aber eigentlich sieht das gut aus hier. Warum läuft denn das jetzt hier nicht? Ich würde das uns mal anders bauen. Keine Bandbreite. Warum ist denn hier keine Bandbreite? Muss ich hier noch einen zweiten Uplink dann reinsetzen? Also das System habe ich halt, wie gesagt, auch immer noch nicht verstanden. Geht das so? Bringt das was? Ist vielleicht zu weit weg, ne? Was ist denn, wenn ich das jetzt hier noch verschiebe? Das würde ich heute noch mal gerne ausprobieren. Kann ich das gar nicht verschieben? Nee, den Uplink kann ich nachher nicht noch mal versetzen? Echt nicht? Hö? Ich will das aber hier weiterbauen. Kann man die nicht versetzen? Oh, hier ist die Bandbreite aber auch schon fast auf Maximum, ne? Aber da unten sind keine Ausfälle, ne? Nö, hier läuft das auch konstant auf 50. Aber es läuft. Und hier läuft es irgendwie bescheiden, sagen wir es mal so, ne? Aber warum? Gut, das werden wir sonst vielleicht in der nächsten Folge rausfinden. Ich würde sagen, dann bauen wir aber beim nächsten Mal hier auf jeden Fall die Gegend weiter und vielleicht am Anfang oder so killen wir noch ein paar Cheater hier, die werden wir noch rausfinden. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr da wart und beim nächsten Mal kümmern wir uns um das Problem. Ciao, ciao.